Dies ist also eine der fundamentalen Fragen, die man stellen muss und die man nur durch Handeln beantworten kann, nicht durch Worte. Was bedeutet, dass mein Geist, der menschliche Geist, sich widersprüchlich entwickelt hat, in Dualität, das Ich und das Nicht-Ich. Er hat sich entwickelt in dieser traditionellen Spaltung, dieser Teilung, dieser Trennung. Kann nun dieser Geist diese Tatsache beobachten? Beobachten, ohne den Beobachter. Denn nur dann gibt es eine Erneuerung. Solange es einen Beobachter gibt, der dieses beobachtet, gibt es Konflikt.